Es ist wirklich interessant, all die verschiedenen Wege, die die Leute kennen, um Pistazien zu schälen. Normalerweise, was man macht, um die Pistazie zu schälen, ist sie einfach aufzumachen und sie direkt aus der Schale zu knacken. Es ist ziemlich einfach und dann hat man eine leckere Pistazie zum Essen. Aber manchmal bekommt man eine Pistazie, die nicht so leicht zu öffnen ist. Es ist wirklich schwierig und egal, was man versucht, um diese Pistazie zu öffnen, man kann sie nicht öffnen. Deshalb haben viele Leute eine Menge Vorschläge dafür. Ich habe keinen Patenonkel Drosselmeier mit einer Nussknacker zur Hand. Also was ich mache, ist, die vorherige Schale zu verwenden. Tatsächlich hat mir das meine Frau, Carrie, gezeigt. Man nimmt eine Schale und legt sie in den kleinen offenen Raum und dann dreht man die Schale einfach seitwärts, sodass man sie seitwärts drehen und aufknacken kann. Das öffnet sie genug, dass man hineinkommen und die Schale herausnehmen kann und dann hat man eine leckere Pistazie. Jetzt gibt es eine andere Art von Pistazie, für die man wirklich wahrscheinlich einen Nussknacker haben sollte. Wiederum, ich habe keinen Patenonkel Drosselmeier, also eine der Sachen, die ich gerne mache, ist, eine Zange zu nehmen. Das funktioniert nicht immer. Manchmal klappt es nicht so gut. Also werden wir sehen, wie das hier läuft. Aber ich werde eine Zange nehmen und versuchen, dies hier zu knacken. Aber schauen Sie, was passiert. Und das wäre das Ende der Pistazie. Also nochmal, wenn Sie am Ende eine Pistazie haben, die schwer zu knacken ist, weil sie nicht ganz geöffnet ist, nehmen Sie einfach die Schale einer vorherigen Pistazie und Sie können damit fortfahren, sie einfach mit der anderen Schale zu knacken, indem Sie sie in den kleinen offenen Raum legen und dann die Schale seitwärts drehen. Vielen Dank an Carrie, meine Frau, dafür, dass sie mir gezeigt hat, wie man das macht. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie ihm bitte unten einen Daumen nach oben. Stellen Sie sicher, dass Sie sich abonnieren, da wir viele weitere hilfreiche Videos haben und haben werden. Wenn Sie Fragen haben, die Sie in einem Video-Tutorial beantwortet haben möchten, oder wenn Sie Kontakt aufnehmen möchten, besuchen Sie uns bitte unter www.showmehowtodothis.com.